Goldene Zeiten für die Menschheit. Alle Mühsal und Last wird uns genommen werden von Maschinen. Maschinen ernten unser täglich Brot, Maschinen kreieren unsere Bedarfsgüter. Fließbandarbeit wird erledigt von Maschinen. Auch im Privaten dienen sie uns, von der Waschmaschine bis zum Rasenmäher- und Staubsaugerroboter. Dienstleistungen, Pflege- und Zustelldienste, Kauf und Verkauf von Waren werden künftig Maschinen erledigen. Wahrlich, sie befreien uns vom Joch der Arbeit. Wie schön das doch wäre, wenn die Sache nicht einige böse Haken hätte. Wer zum Beispiel sagt, wovon diejenigen leben sollen, die durch die Maschinen ersetzt worden sind? Wer finanziert unser Sozialsystem, wenn Maschinen weder Steuern noch Sozialabgaben leisten? Was ist der Mensch eigentlich noch wert am Ende im Maschinensystem? Die Roboter sind längst unter uns. Doch bisher waren sie eingesperrt in Fabriken, um Autos oder Computer zu produzieren. Jetzt brechen sie aus und erobern unser alltägliches Leben. Frank Rieger und Constanze Kurz sind quer durch die Republik gefahren, auf der Suche nach den Maschinen der Zukunft. Zum Beispiel das selbstfahrende Auto, das die Freie Universität Berlin entwickelt. Schon in wenigen Jahren könnten autonome Fahrzeuge zumindest auf Autobahnen ohne Menschen fahren. Sensoren tasten die Umgebung viel umfassender ab, als der Mensch das je könnte. Ich habe gar keine Zweifel, dass die Unfallzahlen sinken werden. Schon deshalb, weil die Autos ja sehr defensiv programmiert sind. Die sind eben auch nicht so launisch wie Menschen im Straßenverkehr. Sie haben auch nicht die typischen menschlichen Schwächen. Sie sind natürlich sensorisch den Menschen überlegen. Aber selbstverständlich wird es einen Unterschied für eine Gesellschaft machen, ob Menschen Fehler machen und dabei andere verletzen im Straßenverkehr oder sogar töten. Oder ob eine Maschine ist. In Bremen treffen wir Ayla. Sie kann unsere Gefühle analysieren. Und sie hat eine pochende Diode anstelle des Herzens. Entwickelt wurde sie, um Astronauten auf dem jahrelangen Weg zum Mars zu begleiten. Sie soll auf ihre Emotionen eingehen, beruhigend auf gestresste und verärgerte Raumfahrer einwirken. Körperhaltung, Mimik, Lautstärke. Alles spielt dabei eine Rolle. Roboter haben natürlich da noch zusätzliche Tricks auf Lager. Also sie können über Wärmebildkameras zum Beispiel Temperaturen der Hautoberfläche wahrnehmen und Rückschlüsse auf unsere physiologische Situation ziehen. Oder sie können mit ihren sehr hochauflösenden Kameras reinzoomen und sich genau die Iris anschauen und schnell auch zurückgeschlossen werden kann darauf, sagt er jetzt gerade die Wahrheit oder lügt er jetzt gerade. Je menschenähnlicher die Roboter werden, desto eher akzeptieren wir sie als Freund und Helfer. Doch irgendwann nimmt die Akzeptanzkurve dramatisch ab. Forscher sprechen vom Uncanny Valley, vom Tal des Erschreckens. Dann nämlich, wenn die Imitation scheinbar perfekt ist. Augen, Haut, Lächeln. Doch wenn wir näher kommen, merken wir, es ist nur ein Alien. Ich denke, wir werden früher oder später dahin kommen, dass wir uns elektronische Gefährten bauen, die uns ähnlich sind oder uns ebenbürtig sind. Aber momentan ist es eher noch was, was mehr im Bereich Forschung und Entwicklung stattfindet, was sozusagen so ein Endziel ist, auf das man hinarbeitet. Und auf dem Weg erzeugt man eine ganze Menge nützliche, also tatsächlich alltagsnützliche Roboter oder Maschinen. Eine entscheidende Innovation, an der das Bremer Forschungszentrum gerade arbeitet, ist die Vernetzung intelligenter Maschinen. Wenn etwa die Mutter den spinnenartigen Kleinroboter zum millimetergenauen Andocken nach Hause ruft. Roboter, die untereinander kommunizieren, die aus Fehlern lernen und selbstständig Entscheidungen treffen, werden schon bald ganze Fabriken ohne Menschen betreiben. Eine Horrorvision. Eigentlich habe ich da nicht wirklich Angst. Also ich halte es da mit Stanislaw Lem, der mal gesagt hat, alles, jede Tätigkeit, die von einer Maschine getan werden kann, soll von einer Maschine getan werden, damit der Mensch Zeit für schöne und bessere Dinge hat. Und eigentlich bin ich da eher optimistisch, wenn es uns gelingt, die gesellschaftlichen Umstände, also insbesondere die ökonomischen Umstände, die Arbeitsplatzverluste in den Griff zu bekommen. Das vollautomatische Lager ist heute schon Realität. Viele der Jobs, die hier wegfallen, sind unangenehm und gesundheitsschädlich. Lagerarbeiter, Lkw-Fahrer, Lackierer in der Industrie. Doch was passiert mit diesen Menschen? Arbeitslosigkeit, Grundeinkommen, Sozialarbeit? Die Politik hat bis heute nicht realisiert, dass da eine riesige Welle auf uns zukommt.
sieht sehr deutlich in der Mindestlohndebatte, wo der Automatisierungsaspekt überhaupt nicht mitdiskutiert wird, obwohl wir seit mittlerweile Jahren über den Mindestlohn streiten. Finde ich natürlich auch sehr enttäuschend, denn das ist ja ein Ausblenden der Realität, die ja heute schon da ist. Je komplexer Systeme und Entscheidungsprozesse werden, desto weniger ist der Mensch beteiligt. Bei militärischen Drohnen ist es zwar heute noch ein Soldat, der auf den Joystick drückt und die Entscheidung zum Abschuss einer Rakete trifft, aber die Daten dafür liefert ihm die Drohne. Die Drohne trifft also eine Vorentscheidung über Leben und Tod von Menschen. Wenn wir nicht wollen, dass Algorithmen über uns bestimmen, müssen wir politisch Einfluss nehmen und ihnen Grenzen setzen. Bei der Drohnendebatte ist es aus meiner Sicht so, dass wir selbstverständlich als Menschen entscheiden und nicht die Rüstungsfirmen, die diese Systeme herstellen, ob wir das überhaupt wollen. Entsprechend wird heute ja schon bei der UN auch über die Ächtung solcher Systeme gesprochen. Schon in wenigen Jahren werden Roboter auf unseren Straßen fahren, mit uns sprechen und unsere Wünsche genauer kennen als wir selbst. Wie diese schöne neue Welt der intelligenten Maschinen aussehen wird, das hängt von uns selbst ab. Die Debatte darüber, das machen Constanze Kurz und Frank Rieger in ihrem Buch klar, muss endlich beginnen. Denn aufhalten lassen sich die Roboter nicht mehr.